MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Als wenn du mit 300 km/h Überschuss an denen vorbeigezogen bist. Ja. Die verschwinden teilweise zu schnell im Spiegel, finde ich. Das war eine Verkehrsinsel. Jetzt kommt der kleine Kreisel gleich. Da singen wir dann und wir ziehen in Gegenverkehr. Hauptsache Verkehr. Wir sind dann sehr entgegenkommen, gesellschaftlich unverträglich. Genau. Und du hast dann auch jede Menge Gegenverkehr wahrscheinlich wieder. Ja. Das Geile ist, dass der Kreisel hier so eng ist, das ist hier sogar ausgeschildert, weißt du? Dass der scheiße mega eng ist. So, komm. Hau ab mit deinem Gegenverkehr. Oh, und dann auch bist noch ein du LKW. Bist du noch als Schwerlast unterwegs oder bist du als normaler Auflieger unterwegs? Ich bin als Schwerlast unterwegs. Okay. Ah, oh, geschafft. Zwar mit... Er ist jetzt einen Kreisel weitergekommen. Ja, zwar mit Ausrambon, mit einem anderen LKW und so, aber egal. Ich habe die Duell gewonnen. Ich hoche. Bitte. Noch so ein kleiner Pisskreisel. Aber hier geht's rechts rum. Rechts rum kann ich mittlerweile. Wow. Wusste ich schon immer. Wow. Ich sage, rechts rum kann ich mittlerweile und fahre mich fest. Oh nein. Das ist jetzt nicht wahr. Ich wusste es schon immer. Mayo kann rechts. Drück dich doch da vorbei, Mann! Boah, was ist das für eine Ampelschaltung? Langsam kann ich das doch irgendwo bei mir verstehen mit seiner Landstraße. Wenn du nur auf Autobahn unterwegs bist, dann habe ich wieder diese Grafikfehler. Ja, ich fahre lieber Landstraße. Alter, ich kotz gleich ins Essen, ey! Im Strahl? Ja. Halt einfach nur die Praxis, das ist alles. Die Praxis kann mich mal am Arsch lecken. Die ganze Praxis? Ich hoffe, das ist kein großer Arzt. Aber er lacht. Weißt du, was das Schlimmste ist eigentlich? Was denn? Ich habe gerade auch dran gedacht. Ja, siehst du mal. Dieses blöde Wichsschild hier. Ja, miet's doch um. Machst du doch sonst auch immer. Kann ich nicht. Jetzt bin ich durch. Das Ding hat eine Kollision wie eine Herde von Kühen, ey. Ja, da fahr ich gleich hin. Dann können wir uns das mal angucken, wie das so ist. Wie groß ist denn die Hitbox einer Herde von Kühen? Wieso habe ich denn jetzt Schaden genommen? Ich fahre doch nur die Auffahrt hoch, du... Warum nehme ich denn Schaden beim Auffahren, du Kackbeutel? Hallo? Ist dann die Leitplanke rangekommen. Ah, oh, ist das schön. Ja, willst du mir jetzt sagen, ich hänge jetzt in der Auffahrt fest? Ohne Scheiß jetzt. Oh, fu, Junge. Boah, ich glaube, die Folgen von Mayo muss man unbedingt sich angucken. Oh ja.
Ja. Ich glaube, unsere sind da etwas ereignislos. Alter! Oh, Junge! Jetzt fahr da hoch, Mann! Das ist dein... Warum rollst du jetzt zurück? Was soll denn das? Warum fährt der denn nicht da vor mir? Hallo, was wird das? Gib Gas, Junge. Im Wagen vor mir fährt eine Bremse. Ja, ja, ich hab dir zugehört. Na, hau dir. Er bremst mich aus und hält auch noch fast an. Ist mein Sohn wach? Oh, weil du so nicht am Aufregen bist, oder was? Ja. So echt, Mann. Ach, jetzt häng ich. Gar nichts. Ich komme aus der Auffahrt hier nicht raus. Doch, mit F7. Das ist aber jetzt ein bisschen eng gewesen. Jetzt habe ich immer keine KI mehr vor mir. Leute, können wir Schluss machen für heute, ohne Scheiß. Ich habe keinen Bock, jetzt wieder zurückzusetzen. Ich lande doch wieder irgendwo am Arsch der Welt. Guck doch erstmal, wo du landest. Weil ich bin in 5 Minuten oder so da. Ich habe noch 613 Kilometer. Ja, die nächste Werkstatt ist... Weil manchmal hast du auch Glück und du kommst deinem Ziel etwas näher, wenn du in die nächste Werkstatt kommst. Also ich bin jetzt hier auf dieser Auffahrt. Das ist auch noch so eine Sache, da müsste man sich auswählen können, in welche Richtung man zu welcher Werkstatt man gebracht wird. Ah, okay, nee, die nächste Werkstatt wäre hier fast an der Auffahrt. Ja, okay. Aber natürlich so, dass du die Auffahrt nochmal versuchen musst. Mhm. Ja. Genau das. Ja, zweite Chance. Ja. Geil. Zweiter Versuch. Jetzt habe ich, hab ich sogar Julian geweckt. Idiot, du hättest auch mal warten können. Soll ich den Geschwindigkeitsbegrenzer rausnehmen, dass ich mehr schneller am Ziel bin? Ja, mach mal. Oh, ach, hier war ich doch. Weil selbst dann dauert das dann noch mit 600 und Kilometern. Ist das jetzt euer Ernst? Hat der mich jetzt... Ach, Quatsch. So, zack. Aktionen. Gameplay. Oh, puh, ohne Scheiß, ey. Geschwindigkeitsbegrenzung. Zack, zack. Vollgas. Auto heil machen. Gib ihm! Oh, puh, jetzt muss ich hier wieder mich rauskämpfen und... Oh, ja, hier bei den 500 und ein paar zerquetschte ist auch nochmal eine Tour mit der Fähre mit drin. Ach so, na dann. Und wir können ja Hochgeschwindigkeitslieferungen. Ne? Linker links. Lichthupe. Jetzt hänge ich hier wieder in der Auffahrt von der Werkstatt. Das kann doch nicht. Ja, die verschiedenen Aufreger muss ich echt gucken. Das ist nicht so einfach. Gib Gas! Schön grün bleiben. Rechts ist eine schöne Spur. Da kann man schön fahren. Links wird geheizt. Du machst dich natürlich da wieder breit. Dann heizt mal über die Standspur, habe ich kein Problem mit. Wumm. So, wo ist jetzt die Einfahrt? Komisch, der kippt gar nicht um wie Andi. Da ist die Einfahrt. Oh, es regnet ja gar nicht mehr. Das finde ich jetzt aber unfair. Den LKW, den ich über den Standstreifen überholt habe, ist gar nicht umgekippt. Oh,
Ach, und der bumst mir in die Karre. Du bist doch so ein Heckenpfenner, Alter. Du bist so eine elendige... Du bist so eine Fischfotze. Ohne Scheiß, ey. Boah, gib mir das auf den Piss, weißt du? Die sehen, dass du um die Ecke fährst. Die fahren einfach. Alter, du bist so ein Frühstückstroll, ohne Witz. Jetzt geht er mir mit dem Differential auf den Sack. So Differential ist aus. Jetzt halt die Fresse. Ohne, so. Ohne Scheiß, dieser Trailer schafft mich, ey. 94? Ohne Scheiß, wäre ich Trucker, ne? Und hätte so einen Trailer dran, ich schwöre dir, ich würde das Ding mitten auf dem Verteilerkreis oder auf Verauffahrt, wo ich hänge, würde das Ding stehen lassen, LKW abschließen, Bohrtüte nehmen, nach Hause gehen und sagen, leck mich. Sollen die doch zusehen, sollen sie zusehen, wie sie die Scheiße da wegbekommen. Ist mir doch egal. Ich gehe mir jetzt eine neue Zugmaschine holen, der Spedi, mit einem neuen Auflieger und da soll das jemand machen, der da Bock drauf hat, ey. Ich nicht. Diese Rotze hier. Oh, und wieder so ein... Heiz hier über die Autobahn, ey. Oh, und wieder so ein Klumpverteiler hier. Ey, meine... Man könnte meinen, ich spiele hier Project Cars oder so. Fährst du auch schön Ideallinie? Ja, nicht wirklich. Ist leider nicht eingezeichnet. So, komm, nee, aber... Raus. Schön mit 140... linke Spur. Nee, ich muss da rum raus. Ach du Schande. Ja, wobei. Muss ich jetzt mal ein bisschen langsamer machen? Die Auffahrt ist keine Hochgeschwindigkeitsabfahrt. Och, da kommt der Verteilerkreis wieder, dieser kleine Pissverteiler, wo ich. Der auch noch, ey. Ey, mir bleibt auch nichts erspart, ne? Ohne Scheiß, mir bleibt nichts erspart. Das heißt, jetzt erstmal wieder gucken, dass ich diesen Pisstrichterverteiler. Kackdreck Scheiß da wieder hinbekomme und dann kommt diese... Ja, vielleicht hast du ja Glück und kannst ja. Die rote Ampel nehmen wir einfach mal mit. Und dann kommt dann wieder diese Bauernauffahrt, weißt du? Oh, und wieder ein LKW. Mann, Hör ich da einen leicht gereizten Unterton? Ach, überhaupt Stimme? Nicht, nein. Ach, Quatsch. So, jetzt komm ich. Mir egal. Mach Platz, ich komm. Besser ist. So. Wie viel Kilometer musst du noch zurücklegen? Jetzt hängt er hier. Hör zu viel. Wie spät ist? Dunkel. Es wird tatsächlich dunkel. So, den Verteiler mag ich. Oh, jetzt kommt diese. Na, jetzt kommt diese Auffahrt wieder, ne? Oh Gott. Ich habe jetzt noch 430 Kilometer. Ja, fahr. Bin ich dabei. Und jetzt kommt wieder hier der Verteiler. Schaffe ich den? Komme ich da rum? Ja. Standspur und Ruhe. So, jetzt ist die Frage, komme ich diese Auffahrt ordentlich hoch? Der Moment, wo du in die Standspur fahren willst, und dann taucht plötzlich auf der Standspur ein Warndreieck auf. Ah. Oh, schön. Ja, Schaden und hänge wieder in der Auffahrt drin. Oh. Nein! Also spätestens dann, wenn Nick und ich abgeladen haben, kannst du die Tour abbrechen. Das ist aber nett. Wie lange brauchst du noch, Nick? Ich hab abgeladen. Ach so. Das heißt, du wartest jetzt quasi, oder was? Ja, ich kann die Zeit schon noch irgendwie vertreiben, glaube ich. Ja, Garagen kaufen, reparieren und so. Ja gut, ich stehe zwar in der Pampa, aber ich gehe jetzt mal pennen und dann... Ja, mal gucken. Was ist hier? Ne, ich ja. Komm, diese verfickten... Mein LKW steht quer, weil ich mit dem die Auffahrt nicht hochkomme. Die Auffahrt ist zu eng. Ich muss mal gerade gucken, wo ich hin muss. Okay.